Hallo und herzlich willkommen bei Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute am Start bist. Vor allem, weil ich heute den wunderbaren Mike Baum im Positive Psychology Talk habe. Und ich bin super, super happy, ihn im Coworking Space, in dem ich arbeite, kennengelernt zu haben und ihn jetzt heute im Interview zu haben. Mike ist Mimikresonanz-Coach. Wingwave-Coach. Ich mache das jetzt einfach mal so frei von der Leber, weil Mike ist irgendwie alles. Mike ist für mich Wissen pur, super erfolgreich, hat ein abgeschlossenes Wirtschaftspsychologie-Studium, hat alle möglichen Ausbildungen im Rahmen emotionaler Intelligenz hinter sich, ist trotzdem ein super lässiger und cooler Typ und 22 Jahre alt und das finde ich einfach absolut faszinierend und deshalb bin ich mal gespannt, was der Mike uns heute so erzählt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe das so korrekt alles super dargestellt. Ja. Ja. Wir werden da jetzt näher drauf eingehen, was du so gemacht hast. Vor allen Dingen, wenn man so ein grinsendes Gesicht vor sich hat, kann man sich nur freuen. Ja, ja, okay, wie sehr freue ich mich. Ich habe Bock. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie bist du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung gekommen? Das hat lustigerweise, als ich 14 war, angefangen auf der Toilette. ich saß auf der Toilette und wir haben so einen riesigen Bücherstapel zu Hause. Und ganz unten lag so ein ganz kleines Büchlein drin, wo drauf stand: Manipulieren, aber richtig. Hast du noch den Autor? Nee. Also ich habe den Namen vergessen, ehrlich gesagt. Kirschner, glaube ich, kann das sein? Kirschner, glaube ich. Josef Kirschner, kann das sein? Bin mir nicht sicher. Und ich habe das gelesen und ich fand das so ultra spannend. Bin dann damals zu meinem, das erzählt mein Vater auch heute immer noch, bin dann da hingegangen und meinte, ich finde das spannend, Papa, aber ich lese das nicht um andere zu manipulieren, sondern weil ich selber nicht manipuliert werden möchte. Und dann fand ich plötzlich das Thema Körpersprache, Mimik, nonverbale Kommunikation spannend. Hab da jedes Buch zugelesen, bin dann irgendwann Mimikresonanztrainer geworden und dieses ganze äußere also diese nonverbale Kommunikation, das fand ich extrem spannend. Doch automatisch schließt du vom Äußeren dann aufs Innere. Mhm. Und dann wird's spannend, wenn es nicht mehr nur darum geht, okay, wie erkenne ich denn beim Gegenüber, wie es dem geht und wie kann ich darauf irgendwie eingehen, ob mir jetzt, sage ich mal, irgendwie Verhandlungen besser zu führen oder Personalgespräche oder besser zu flirten, geht da was, geht da nichts und sonst was. Und dann ging es halt automatisch ins Innere, weil spannend ist ja, wie kann ich innen was verändern? Denn die Veränderung findet ja immer erstmal bei mir statt. Und über Thema Mimikresonanz bin ich dann in diese ganzen Bereiche gekommen, wo ich dann immer auch natürlich alles bei mir selber ausprobieren wollte und ganz, ganz viel verändert habe. Sehr schön, mega nice. Also, dass die Toilette die Geschichte auf der Toilette anfängt, finde ich Hammer. Bei allem, was du jetzt schon gemacht hast und erreicht hast, welche Entscheidungen hast du auf dem Weg dahin getroffen, die vielleicht nicht durchschnittlich waren, also die vielleicht zu dem Zeitpunkt ein normaler 14-Jähriger nicht getroffen hätte oder ein normaler 18-Jähriger, wann auch immer diese Entscheidungen waren? Mhm. Zwei Entscheidungen kommen in den Kopf. Einmal, ich mache in meiner Freizeit Musik oder habe auch als kleiner Junge viel Musik gemacht. Und ich glaube, eine riesige Entscheidung war damals, auf einem Konzert zu spielen, wo halt 500 Leute oder sowas waren. Und ich saß damals an diesem riesigen Klavier oder in der Flügel war das. Wie alt warst du da? 12, 13 oder sowas, würde ich sagen. Ne? Und habe zum ersten Mal vor Leuten gesungen und mich dabei mit Klavier begleitet. Begleitet. Hab You Raise Me abgesungen. Und mein Bein, das linke Bein, ist die ganze Zeit gegen diesen Flügel geknallt, weil ich hatte meine Ferse nach oben. Und wenn du dann sehr nervös bist, dann fängt die ganze Zeit an so zu wippen. Ja. Und ich konnte nicht aufhören, weil ich so nervös war. Und das hat 3 Minuten lang die ganze Zeit gegen diesen Flügel geknappert. Hat niemand gemerkt außer mir. Aber das war dieses Mindset haben von, wenn ich mich nicht traue, dann erst recht. Mhm. So, wenn ich Angst habe,
es trotzdem machen, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Weil ich weiß, da zieht es mich hin. Ich glaube, das war eine Entscheidung damals, weil ich wusste, dass ich maximal nervös sein werde. Und das war ein Ding. Das andere Ding war, ich habe neben dem Studium, neben dem Abitur, bin ich arbeiten gegangen, habe mir hab so Fässer geschleppt und so weiter und habe mir 2000 Euro ungefähr neben dem Abi verdient. Meine Eltern meinten damals, ja, was möchtest du zum Abiturgeschenk kriegen? Nicht so, beziehungsweise wir haben einen bestimmten Betrag, das war ungefähr zwischen, ich glaube, es waren 800 Euro, 1000 Euro, ich weiß nicht mehr, wo man sagen, da darfst du dir was wünschen, irgendwie eine Reise oder möchtest du mit den Jungs nach Malle oder sowas. Hast genau, dann richtig. Für jeden Reisen genau, Betrag, war ja. Safe, genau. Jeder muss gleich gehalten werden. Und ich habe halt gesagt, okay, ich möchte das gerne nutzen, um Mimikresonanztrainer zu werden. Meine Eltern gucken mich so an, willst du nicht irgendwie, ne? Ich so, nee, ich habe das gespart und habe dann damals 3.500 Euro in eine Fortbildung investiert mit 18. Und das war der Step, wo ich sage, das war die wichtigste Entscheidung. Nicht zu sagen, ich mache jetzt irgendwie das oder gehe reisen oder sonst was, sondern habe gesagt, ich habe ein Thema gefunden und habe da lange nachgesucht, was ich liebe. Habe dann alles abgeklappert, was ist das Beste, habe dann was gefunden, habe mich dafür entschieden, bin da hingegangen und das war, von da aus ist dann alles gewachsen. Hm. Und das war, glaube ich, diese Entscheidung, das dann zu machen. Dann bin ich auch ziemlich schnell nach Berlin gezogen, bin jetzt wieder in Köln, ne, glücklicherweise auch. Glücklicherweise, säst du jetzt ja. Nicht hier. Aber das war so die Entscheidung, wirklich zu sagen, ich mache das, weil ich weiß, es fühlt sich richtig an, auch wenn ich voll die Angst davor habe, aber ich mache es, weil ich weiß, es fühlt sich richtig für mich an. Es ist ja auch ein krasser Schritt zu sagen, ich habe gerade mein Abitur gemacht, das heißt, ich habe eigentlich noch keine Ausbildung, sondern nur die Berechtigung, irgendwas zu machen und ich mache jetzt eine Fortbildung. Ja. Also von was bildest du dich denn fort? Das ist halt total geil. Und es waren halt, die Menschen waren ja alle mindestens doppelt so alt, wenn nicht sogar dreifach so alt, wie ich damals dann, ne, in dem Seminar. Das ist super tatsächlich lustig. In meinem Masterstudium gibt es eine, die ist so alt wie ich. Und sonst sind alle anderen minimum mal 10 Jahre älter als ich, wenn nicht halt eben doppelt so alt. Also meine beste Freundin aus meinem Master, die ich auch schon im Interview hatte, die Salia, die ist halt ein Jahr jünger als meine Mama. Was halt wirklich sehr witzig ist. Aber meine Mama ist auch sehr jung. Ja. Das muss man auch sagen. Du hast es eigentlich gerade schon fast gesagt, die beste Entscheidung dabei war wahrscheinlich diese Mimikresonanzfortbildung zu machen. Diese Mimikresonanzfortbildung zu machen, genau, das war. Beziehungsweise, ich glaube, das ist themenunabhängig, wenn man wirklich zu sagen, ich mache etwas, ich lerne mit Spaß und Freude an einem Thema, was mich ungefähr unwahrscheinlich weiterbringen kann. Und vor allen Dingen, dann habe ich ja zum Beispiel einen Mentor kennengelernt und das war dann dieser Nebeneffekt, wo ich sage, das war eigentlich auch das Beste überhaupt. Weil dann hatte ich jemanden, zu dem ich aufgucken konnte, der nicht nur, der raus aus diesem Schulmindset, ne, sondern hin zu, okay, ich mache was, was ich liebe, ich kann damit auch Geld verdienen, ich bringe Menschen weiter. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich mache Wertschöpfung für Menschen. Und wenn ich es nicht machen würde, wäre es eigentlich, haben wir eben schon mal kurz vorher gesagt, dann wäre es unterlassene Hilfestellung. Ich muss das machen, weil es für mich das Richtige ist. Und du damit so einen großen Mehrwert lieferst, dass es eigentlich ungerecht wäre, das deinen Kunden vorzuenthalten. Das wäre fies. Das wäre wirklich fies. Ich finde das so geil, wenn man Mails kriegt, wo Leute sagen, ey, ich habe irgendwie in der Bewerbung das und das erkannt, irgendwie da jemand, der in der Bewerbung saß, der Personaler, die Personalerin hatte, einen Einwand, ne, hat das erkannt und hat gesagt, ich habe das Gefühl, bei Thema X passt ihnen da gerade was nicht. Und die so, ja, eigentlich haben wir da, wollen nur Leute mit 1, einstellen und so. Und dann hat er, ja, kann ich komplett verstehen, aber damals war ich noch nicht so weit. Jetzt habe ich ein Thema gefunden, wofür ich brenne. Deswegen sitze ich hier auch bei Ihnen. Ich finde die Firma super und genau deswegen habe ich die und die Fortbildung bla 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 gemacht und deswegen möchte ich auch den Job kriegen. Und er hat nachher dieses Feedback bekommen, selten ist ein Bewerber so empathisch auf mich eingegangen, zum Beispiel. Und dieser Bewerber war vorher bei dir im Training. Genau, und hat mir dann eine Dankesmail geschrieben und dann denkst du so, oh, wie geil ist das denn? Das macht Spaß. Und er hat den Job. Ja, den Job. Sehr geil. Ja. Nice. Für welche drei Dinge bist du in deinem Leben am dankbarsten?
Ich glaube, die eine Sache ist, also wofür ich am dankbarsten überhaupt bin, überhaupt das Glück zu haben. Also die Wahrscheinlichkeit, Mensch zu sein, ist, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber die ist 400 Trillionen zu 1 oder sowas. Kein Scheiß, wenn du mal überlegst, dass deine Mama und dein Papa sich kennenlernen, dass die sich dann mögen, in dem richtigen Zeitpunkt und so weiter, dann, es gibt Milliarden von Spermien und so weiter, und dass genau dieses eine Spermium, das meinen Namen MA oder die Anfangsbuchstaben hat, genau in diese Eizelle dann trifft, wo IK dann draufsteht und dann Mike dabei rauskommt, okay, ne, und so. Weißt du, also überhaupt diese Chance, dass du überhaupt geboren bist, dann als Mann, als weißer Mann in Europa, in Deutschland, in so einer Familie, das ist pures Glück, muss man einfach so sagen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man so ein Geschenk, so ein Glück bekommen hat, überhaupt am Leben zu sein, das klingt alles ein bisschen pathetisch, ne? Aber ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil es ist pures Glück. Und wenn ich mir dann überlege, wie viele Leute, was ist complain auf Deutsch? Beschweren. Sich ständig beschweren und so weiter, anstatt dankbar zu sein, dass es überhaupt, dass man diese Möglichkeit hat. Ja. Da hört bei mir alles auf, wo ich sage, dafür bin ich am dankbarsten überhaupt. Das geht nämlich, das ist größer als alles andere. Punkt 2, Familie. Für Familie, die einfach um mich herum ist. Für Familie gehört für mich irgendwie auch Freunde dazu, weil wenn ich Freunde habe, dann gehören die für mich schon irgendwie ein bisschen zur Familie dazu und Freundin. Ja. Du als Zuhörer hast das jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit den Mike angeschnallt und genickt, weil ich ihm wirklich in allen Punkten absolut zustimme und vor allem beim ersten auch sehr lachen musste durch die sehr anschauliche Darstellung und Beschreibung, wie wir auf die Welt kommen. Aber auch, weil es tatsächlich ein riesengroßes Glück ist, ja, was aber viele Menschen gar nicht als dieses Glück sehen und gar nicht als Chance sehen, sondern häufig eher als Last. Und das ist total schlimm. Also vor allen Dingen auch in Deutschland zu wohnen als, ja, ne, und dann als junger Mensch in der heutigen Zeit, wo ich sage, wir haben die größten Chancen, die es überhaupt gibt. Ja. Wir haben keinen Krieg, wir haben Frieden, wir haben, wer das nicht nutzt, ist selbst schuld. Also ja. Sorry. Ja. 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 Tatsache. Danke dafür, auf jeden Fall wahre Worte. Ja, danke. Noch eine eher schnelle Frage, oder vielleicht musst du auch länger drüber nachdenken, aber welches Kompliment, das du bekommen hast, war das Schönste, was du je bekommen hast? Oder das Wertvollste? Das war von, mein Mentor ist Dirk Eilert, und das war noch nicht mal unbedingt so verbal, sondern ich habe mal ein Lied gesungen, das heißt Kinder dieser Zeit. Und der Refrain davon ist, manchmal schaue ich in die Augen von den Kindern dieser Zeit. Mensch, was wäre es nicht schön, wären wir von Vorurteilen befreit? Ja, ich schaue in die Augen, frage mich, wie es denn wohl wäre. Wird die Liebe eines Kindes in unserem Herzen wiederkehren? Und dieses Lied habe ich gesungen. Hast du es selber geschrieben? Ja, ja, habe ich selber geschrieben und habe es gesungen. Und ich habe Dirk noch nie Tränen in den Augen gesehen. Also habe ich noch nie gesehen. Und sowas bei einem Menschen zu treffen, dass man dieses Gerührtsein sieht, also so eine Mischung aus Trauer und Freude irgendwie, ne? Das ist, dann ist Jackpot. Und das war, und dann auch die Worte, die er irgendwie gesagt hat, dass man, ich kann mich gar nicht mehr an die Worte erinnern, aber ich vergesse nie dieses Bild. Und das war, glaube ich, für mich, das war jetzt das Kompliment, nonverbal primär, was mir als erstes in den Sinn kam, weil ich weiß, dass ich da 100% bei ihm was getroffen hatte. Voll geil. Ja. Sehr schön, danke fürs Teilen. Zack, 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 die Frage. Ich bin da sehr. Nee, alles gut, nee, ich bin super. Möchtest du noch von einem anderen kommen? Nee, alles gut, alles gut. Ich super. Hatte zum Beispiel einen Interviewgast, die hat das eingeteilt in berufliche und private Komplimente. Also die hat dann gesagt, gut, privat war halt das größte Kompliment, dass mein Mann gesagt hat, ich will dich heiraten, ja, weil, ach süß, der will halt mein ganzes Leben mit mir verbringen. Also dementsprechend. Es muss nicht zwingend nur eins sein, aber wenn es das für dich... Ich glaube, jedes Kompliment nach einem Seminar ist das Schönste für mich,
wenn Leute dir die Dankbarkeit aussprechen, wo du, weil ich weiß, dass ich mir für jedes Seminar den Arsch aufreiße und nach jedem Seminar mich auch hinsetze und die Seminare probiere zu optimieren. Mich frage, wie kann ich mehr Wert für den Teilnehmer schöpfen? Und dann in diese Feedback-Runde, und ich habe noch nie ein schlechtes Feedback bekommen nach einem Seminar. Ich hoffe, das kommt nicht zu selbstbewusst drüber, sondern es ist einfach so schön, dann, dass man wirklich Dankbarkeit zurückbekommt, wo die Arbeit, die man macht, gewertschätzt wird. Ja. Das ist für mich jedes Mal, egal wie oft das Gleiche gesagt wird, immer sowas von unfassbar schön, wo ich dann immer merke, okay, das gibt mir Sinn. Das tut einfach gut, das tut im Herzen gut. Wenn man was macht, wofür man brennt, wofür man liebt, wo man viel Arbeit reinsteckt, die nicht immer nur Spaß macht, aber sie macht Sinn. Und dann kommt Feedback ganz ehrlich mit Dankbarkeit zurück. Das ist aus beruflicher Perspektive das Schönste. Ja. Willst du ganz kurz erklären, was du für Seminare gibst? Weil da haben wir jetzt am Anfang gar nicht drüber gesprochen. Ich habe zwar gesagt, was du so alles machst, aber du kannst ja mal kurz selber aus deiner eigenen Perspektive berichten, worin so deine tagtägliche brotgebende Arbeit besteht. Zwei Dinge, also das Hauptgeschäft ist Mimikresonanz. Das sind Seminare, worum es geht, wo es darum geht, den Menschen besser zu verstehen. Das heißt, im Coaching, wie kann ich anhand von nonverbalen Veränderungen erkennen, dass ich, sag ich mal, das Coaching, also schlecht erklärt, wie kann ich Mimik, Körpersprache, Stimme besser lesen, um Verhaltensveränderungen zum Beispiel im Coaching zu beschleunigen. Das heißt, jemand sagt, ich bin total verärgert, weil XY passiert ist, du siehst aber in der Mimik, siehst du Trauer. Dann weißt du, das hat nichts mit, also der Trigger dahinter ist nicht Ärger, sondern es hat was mit Trauer zu tun. Hinter Trauer steckt oft Verlust. Und dann hast du eine ganz andere Denkweise, weil du ganz anders von außen nach innen schließen kannst. Und du kommst viel schneller zum Coaching-Erfolg. Dadurch wird dein Coaching besser, die Weiterempfehlung geht höher und bla. Im Personal, stell dir vor, du machst eine Projektleitung, du sagst, traust du dir dieses Projekt zu? Real Story. Da stand ich daneben und ein Mitarbeiter sagt ja und zeigt Angst im Gesicht, das hier. Kann man leider jetzt nicht im Podcast sehen, aber zeigt Angst im Gesicht für 150 Millisekunden. Der Projektleiter hört nur das Ja und geht damit weiter. Wenn du den Gesichtsausdruck, der kurz mal über das Gesicht gehuscht ist, gesehen hättest und dich fragst, traut sich diese Person gerade das wirklich zu? Dann weißt du, die hat eine Unsicherheit, die braucht irgendeine Sicherheit oder sonst was. Und das heißt nicht zwingend, dass sie das Projekt dann nicht machen sollte? Gar nicht. Sondern, dass sie einfach zusätzlich irgendwas braucht, was ihr ein bisschen... Die Sache ist, ein guter Projektleiter, eine gute Führungskraft, ein gutes Elternteil oder wer auch immer, ein guter Verkäufer oder sonst was, der sieht, erstens muss man es erkennen. Weil wir sehen laut Studien ungefähr 61% aller Emotionen. Das heißt, fast jede zweite wird übersehen. Ne? Aber ein guter Projektleiter zum Beispiel erkennt das, also nimmt es erstmal wahr, interpretiert es dann richtig, sieht, das hat was mit einer Angst zu tun und drittens geht dann angemessen damit um. Das heißt, spreche ich das wertschätzend und angemessen an? Oder merke ich mir die Information, nehme das nachher in einem Einzelgespräch noch wahr? Damit der Mitarbeiter oder wer auch immer mit einem richtigen Gefühl in das Projekt startet und das Projekt dann eben auch erfolgreich ist. Weil vielleicht braucht er eine Information, vielleicht traut er sich die Aufgabe noch nicht zu oder braucht kleine guten Worte oder braucht eine Information, keine Ahnung, wissen wir nicht, ist auch scheißegal. Irgendwas Kleines fehlt ihm. Irgendwas fehlt, irgendeine Unsicherheit ist da und wie kann ich das erstmal erkennen, richtig interpretieren und dann angemessen damit umgehen? Das ist das, was ich mache. Also das eine war Mimikresonanz? Das ist Mimikresonanz und da geht es dann nachher auch wesentlich tiefer noch in Richtung Persönlichkeitspsychologie mit rein. Wie kann ich Persönlichkeit anhand von nonverbalen Mustern erkennen? Wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Wie kann ich meine Wirkung nach außen optimieren? All das geht wirklich tief. Ich bin ein riesiger Fan von Tiefe, also wissenschaftlicher Tiefe, aber immer mit einer hohen Praxis, mit einem hohen Praxisbezug. Ja. Punkt 2 ist Einzelcoachings, die ich gar nicht, also nach außen gar nicht offen bewerbe, weil das von der Positionierung sonst ein bisschen unsauber wird. Aber das machen wir ja hier auch manchmal im Coworking-Space, dass jemand sagt, ey, ich weiß, wo ich hin möchte oder ich habe eine klare Sicht,
aber eine gefühlte Blockade. Also ich kriege mein PS nicht auf die Straße gebracht. Es gibt Leute, die wissen ganz, ganz viel, die kriegen es nicht umgesetzt. Und ich helfe den Menschen quasi, wie kommst du aus einer Leistungsblockade, aus einer Gesprächsblockade oder sonst was raus, wie bringst du dein PS auf die Straße? Aber das, ja, das ist genau das. Also Thema auch Mindset, und aber ganz aktiv halt, wie komme ich dahin? Ja, sehr schön. Danke dafür, dass wir ein bisschen Klarheit da haben, auch für alle, die zuhören und sich so fragen, okay, der Typ macht so viel, was macht der Ding eigentlich genau? Was ist das? Was macht dieser Marc Baum? Denkst du, und das ist auch eigentlich meine abschließende Frage, aber die, über die wir wahrscheinlich am längsten philosophieren können, oder vielleicht ist sie auch einfach mit einem ganz einfachen Ja getan, denkst du, dass auch andere Menschen von, und ich sage jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung / Mimikresonanz / emotionale Intelligenz, weil das deine Themen sind, profitieren können? Mhm. Und wenn andere Menschen davon profitieren können, warum? Jeder kann und sollte davon profitieren. Ich glaube einfach, dass so wie das ist, ich will nicht immer System, ich bin nicht so ein Systemkritiker, wie sonst so die Szene manchmal drauf ist, sondern Folgendes, wir sind sehr auf Wissen orientiert oder waren auf Fachkompetenz. Da ist ja auch einfach das Bildungssystem drauf ausgerichtet. Ich weiß nicht, welches Alter haben deine Zuhörer, Zuhörerinnen so ungefähr? Fangen wir mal bei 18 an bis 50, aber auch noch ein paar weiter oben, die auch älter sind. Okay. Und ich sage, zu jedem Alter kann eine Veränderung stattfinden. Wenn mir jemand sagt, ich bin 50 zu alt für eine Veränderung, no, du hast noch so viele Jahre, wo du was verändern kannst und wo man Leute was mit sich rumtragen. Ich sage einfach, okay, um mal auf den Punkt zurückzukommen. Ganz viel Fachkompetenz, wo die Uni, wo Hochschulen, wo Schule drauf ausgerichtet ist. Was auch okay ist, weil die haben gar nicht das Zeug dazu, das alles, also Persönlichkeiten, Kommunikation auch noch abzudecken. Das ist echt schwierig. Deswegen sage ich, es gibt inzwischen so viel freies Wissen oder Bücher oder Seminare, wo man sagt, du kannst an deiner Persönlichkeit und an deiner Kommunikation arbeiten. Und jeden, den du fragst, jeder sagt, das ist mindestens genauso wichtig wie reines Wissen. Und dann ist halt die Sache, okay, wie arbeite ich daran? Wie kann ich konkret an meinem Mindset arbeiten? Da hast du einige Techniken in deinem Podcast drin. Aber auch, wie kann ich das, was ich eigentlich bin oder wo ich hin möchte, auch ordentlich kommunizieren? Ja. Und jeder sollte davon profitieren. Ob es ist mal und nicht nur Podcast hören, nicht nur Bücher lesen, sondern konkret umsetzen. Für ein Journal und nutzt konkrete Techniken mit, ob das Dankbarkeit ist, ob das Glaubenssätze installieren ist, visualisier, besuch ein Coaching. Die beste Investition ist ein Coaching meines Erachtens. Nicht ein Seminar, sondern sich einen Coach zu suchen, der wirklich gut ist in dem, was er macht. Ich suche selber jede Woche oder sagen wir jede zweite Woche ein Coaching, weil man alleine nicht, also weil es einfach für mich die beste Investition ever ist. Es zahlt sich komplett aus. Und jeder sollte davon profitieren, nicht nur aus, ich bin jetzt gerade sehr auf Erfolg gerade orientiert von meinen Worten, auch fürs persönliche Glück. Mhm. Weil wenn du weißt, wieso du etwas machst, wenn du lernst, Dankbarkeit, positives Denken, funktionales Denken. Darf ich ein bisschen ausschweifen? Ja, bitte. Zum Beispiel positives Denken, ja, super, finde ich total gut. Es gibt ja Studien dazu, ich weiß nicht, es gibt die Nonnenstudie, wo Nonnen gebeten wurden, eine Autobiografie zu schreiben. Ich glaube, im Alter von 20 noch was. Und die wurde zig Jahre später wurde die ausgewertet, diese Studie. Und die haben die Wörter aus der Autobiografie in neutrale, positive und negative Wörter eingeteilt. Es waren 180 Probandinnen, die 45 Nonnen mit den meisten negativen Wörtern wurden 10 Jahre, also sind 10 Jahre früher gestorben im Schnitt, als die 45 Nonnen mit den meisten positiven Wörtern. Was der absolute Hammer ist, die wurden 10 Jahre älter. Die 45 Nonnen mit den meisten positiven Wörtern wurden im Schnitt zu, ich glaube,
ich habe die Zahlen nicht im Kopf, nagelt mich nicht drauf fest, 54% 94 Jahre alt, bei den 45 negativen Wörtern waren es nur 13%. Das heißt, das Schöne ist aus wissenschaftlicher Sicht, die hatten gleiche Rahmenbedingungen. Alle kein Sex, alle gleiches Geschlecht, alle gleiche Umgebung, gleiches Essen und so weiter. Kein Mann. 94 Jahre. Nein, Spaß. Und naja. Ja, naja. Wieso Spaß? Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte für das Nonnendasein, ja, aber ich glaube, da gibt es nur einen Mann in deinem Leben und mit dem hast du nicht sonderlich viel physischen Kontakt. Ja, das stimmt. Und das ist halt echt krass. Das ist übrigens auch gleich spannend. Da sage ich noch was zu. Aber positives Denken wirkt sich gut auf die Gesundheit aus. So, und jetzt drehe ich das aber mal komplett. Wenn jetzt Leute sagen, du musst immer nur Freude leben als Emotion. Das ist der falscheste Ansatz, den man übrigens, ich weiß gar nicht, ob es die Steigerung gibt, aber das ist ein absolut maximal falscher Ansatz. Denn jede Emotion hat eine Kompetenz, jede Emotion hat eine Funktion. Ärger. Ärger bringt uns in eine Selbstwirksamkeit. Stell dir vor, du möchtest ein Ziel erreichen und es kommt ein Hindernis. Du stehst vor diesem Hindernis und ärgerst dich. Doch wofür ist dieser Ärger jetzt sinnvoll? Der Ärger sagt dir, okay, du möchtest dieses Hindernis überwinden. Und funktional gelebter Ärger bedeutet, ich überwinde extrem viele Hindernisse. Und ich setze den Ärger halt in Energie um. Richtig. Und genau das ist es. Eine Emotion wird je nach unterschiedlicher Literatur von Gefühl unterschieden. Eine Emotion ist kurzweilig, also die ist kurz und erfordert meist eine sofortige Handlung. Ein Gefühl ist etwas länger und wird über mentale Prozesse aufrechterhalten. So. Ärger als Emotion ist eine Kompetenz und soll uns eine Selbstwirksamkeit bringen. Leute, die mit Ärger guten Kontakt sind, sind meist sehr selbstwirksam. Ärger als Gefühl wirkt sich negativ aufs Immunsystem aus und halt auch extrem lange nach. Also ist auf Deutsch gesagt scheiße. Denn wenn wir jetzt im Stau stehen und wir ärgern uns, weil wir das Ziel nicht erreichen, wir haben eine Zielblockade, können wir funktional den Ärger nutzen und, sag ich mal, anrufen, hey, ich komme was später, Stau, kann leider nichts dafür, bla. Wenn ich mich danach aber weiterhin über den Stau aufrege, ist es nicht mehr funktional gelebter Ärger. Denn es wird über mentale Prozesse aufrechterhalten, dieser Ärger, und das wirkt sich wieder negativ aus. Mhm. Aber genau alle anderen Emotionen, wie Freude, bringt uns eine Leichtigkeit, Trauer, da steckt Wertbewahrung hinter. Bei Verachtung. Verachtung sorgt dafür, dass wir uns unseren Stärken bewusst sind. Leute, die mit Verachtung gut in Kontakt sind, können bei unfairen Angriffen einfach sagen, ist mir doch scheißegal. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Da gibt es doch diesen schönen Buchtitel. Ne? Das ist manchmal total super. Wenn oder du meintest eben auch mit dem, um auf die Nonnenstudie nochmal zurückzukommen, mit dem Mann und so weiter. Ne? Jetzt gibt es, wenn wir gerade bei Verachtung sind, deswegen kommt es mir gerade in den Sinn, Verachtung wirkt, wenn ich jetzt nonverbal dir Verachtung zeigen würde, wirkt sich das bei dir negativ aus dem Immunsystem aus. Das heißt, dein Immunsystem geht runter. Wenn ich jetzt einen Partner, eine Partnerin habe oder einen Chef, der viel mit Verachtung kommuniziert, muss ich mich nicht wundern, dass die Krankheitsraten in der Firma hochgehen. Ich muss mich nicht wundern, dass ich als Person eher krank werde. Und das ist bei Frauen, der Effekt ist bei Frauen stärker als bei Männern. Mhm. Weil Frauen affektiv, das heißt emotional, empathischer sind. Die fühlen mehr mit. Ja. Und da redet man immer nur von Tendenzen, das heißt nicht immer von dem Einzelnen, sondern tendenziell. Und das heißt, dieses ganze Wissen alleine, das ist ein Punkt aus Emotionswissen, ist der Hammer. Und ob das jetzt positive Psychologie ist, ob das Mimikresonanz, emotionale Intelligenz, NLP, wenn es richtig angewendet ist, systemisches Coaching, Mediation, irgendwas ist, also wenn man sich damit beschäftigt, hat das einfach nur positive Vorteile, also Vorteile für dein Leben, für dein Wohlbefinden. Achtung, wenn es gut gelehrt ist. Man kann einen Hammer dazu nutzen, um einen Nagel reinzuhauen. Man kann einen Hammer aber auch nutzen, um jemanden zu töten. Und es gibt so viele wirkungsvolle Tools. Deswegen ist immer die Frage, bei dem ich das lerne, den Podcast, den ich höre, das Buch, das ich lese, ist das gutes Material, das angemessen, wertschätzend,
mit dem richtigen Mindset auch gelehrt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Bei dem lerne ich. Das ist eigentlich ein wunderschöner Abschlusssatz, muss ich sagen. So, bei wem lerne ich? Und das muss auch wertvoll gelehrt werden und nicht nur wertvoll gelernt werden. Deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt aufhören und diese kleine Talkrunde beenden. Mike, es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Es war ein super tolles Interview. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Für alle, die jetzt super interessiert daran sind, was du machst oder dich verfolgen, ich packe auf jeden Fall deine Website in die Shownotes, dass die Leute da direkt auf Mike Baum kommen, ja, und sich mehr über dich angucken können. Und gerne schreibt auch privat, also info@mikebaum.de. Freue mich über jede Mail. Genau, schreibt ihm und schreibt auch mir gerne. Ich freue mich über das Feedback zu dem Interview, ob euch das gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das war zu hören, dass auch Mike sehr viel Freude daran hatte. Und wenn du noch mehr Infos bekommen möchtest zum Thema positive Psychologie, gibt es seit 3 Wochen auch jeden Freitag mein Newsletter. Da kannst du dich auch gerne zu anmelden in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, weil wir wissen ja auch jetzt noch mal mehr, wie wichtig das Umsetzen von den Themen ist. Also hör dir nicht nur alles an und lese Bücher, sondern komm auch ins Handeln und mach was mit dem ganzen Wissen, was du bekommst. Und bis dahin wünsche ich dir eine super schöne Zeit. Share and grow, deine Muriel.